Hi Leute. Synchronität. Heute wollte ich mal über meine Erfahrung von Synchronität reden. Dass umso mehr du in den Moment kommst, umso mehr du deine Erfüllung lebst, umso mehr du aus dem Herzen heraus lebst, umso augenblicklicher manifestieren sich die Dinge. Umso mehr du im Moment bist, umso synchroner manifestieren sich deine Gedanken in die Materie. Klingt verrückt vielleicht. Gerade für Leute, die von Spiritualität oder solchen Dingen noch nicht so viel halten, aber Quantenphysik und so weiter, moderne Wissenschaft kommt langsam auch immer mehr auf die Dinge, die du auch selber durch Erfahrung einfach erleben kannst. Bei mir war es zum Beispiel so, ich will ein paar Beispiele anbringen, als ich im Januar, Februar dieses Jahres 2 Monate nach Costa Rica und Nicaragua gereist bin, war ich total im Moment. In der Zeit musste ich mich um nichts kümmern, hatte die 2 Monate komplett für mich und war immer im Augenblick in der Zeit. Im Moment, wenn ich in Deutschland bin, zieht es einen ein bisschen wieder runter und mich nimmt es immer mehr aus dem Moment, wenn das Umfeld nicht so gut ist. Und es wird immer besser, es kommen die richtigen Leute auch in Deutschland, aber im Urlaub war das am Anfang noch mal viel leichter, aus dem gewohnten Umfeld raus zu sein. Und zum Beispiel eine Sache war, in den Flieger gehockt, ich bin recht groß. Ich dachte mir vorher schon immer so, oh, jetzt kommt der Flug, 13, 14 Stunden im Flieger. Und die Beine stoßen vorne an und es wird einfach so unangenehm nach einer Zeit. Und was passiert? Auch im Hinflug, die Sitzreihe, wo ich war, war einfach komplett leer. Ich hatte einfach die Sitzreihe für mich. Viele werden sagen, Zufall. Ich weiß nicht, ich glaube nicht mehr an Zufall. Ich glaube, dass alles eine Reaktion, alles beruht auf Aktion, Reaktion. Alles, was du denkst, strahlt in die Welt hinaus. Wir sind alle Schöpfer, gegenseitige Schöpfer von der Realität. Meine Realität beeinflusst deine Realität, deine beeinflusst meine. Aber die meisten Leute leben unbewusst. Sobald du erkennst, dass du diese Schöpferkraft hast, je nachdem, wie man es nennen möchte, du ziehst diese Dinge an, die du denkst. Sie manifestieren sich einfach. Auf dem Hinflug, wie gesagt, die Sitzreihe war frei. Auf dem Rückflug habe ich mir das Gleiche gedacht und dachte mir, wow, hoffentlich habe ich wieder eine freie Sitzreihe oder so. Und was war? Erstmal war ich auf einem normalen Sitz. Vielleicht 5 Minuten. Und dann kommt die Stewardess zu mir und fragt mich, könnten Sie denn vielleicht an dem Notausgang hier drüben sitzen? Weil da muss jemand sitzen aus rechtlichen Gründen oder so. Ich sagte, okay, wenn es sein muss. Und am Notausgang ist einfach die vordere Sitzreihe nämlich weg. Und da hast du einfach ewig Platz mit den Beinen und auch komplett frei. Und okay, wenn es sein muss, setze ich mich dahin. Und hatte wieder einfach einen kompletten Sitz für mich, wo ich meine Beine ausstrecken konnte. Dann, als ich in Nicaragua war, ich hatte meine Inliner mitgenommen. Eigentlich dachte ich in Costa Rica, es gibt da schon in den größeren Städten nämlich ein paar Funparks. Und da wollte ich eigentlich ein bisschen skaten gehen. Und
Ich bin aber dann irgendwie in Nicaragua gelandet und war da eben auf so einem Yoga Center und war da 3 Wochen. Und irgendwie am zweiten, dritten Tag oder so sind zum Organic Farmer nebenan, Bio Farmer nebenan. Und was hat er im Garten stehen? Einfach einen fetten Skatepark mit einem riesen Pool, mit einer perfekten Halfpipe und alles, was man sich wünschen kann, war irgendwie einfach ein, ich weiß es nicht, ein reicher Kerl, dem hat der ganze Berg gehört. Weiß nicht, macht da irgendwie Urlaub und hat da noch ein paar Einheimische, die ihm da seine Farm so ein bisschen mit betreiben, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da einfach als Nachbar ein fetter Skatepark. Die haben nicht mal richtige feste Straßen. Da geht eine Straße in die Stadt rein, in der Stadt sind die Straßen ein paar Betonplatten immer zwischendrin und oft sind die Straßen einfach nur Wege. Da kannst du in Nicaragua nicht mal an einen Skatepark denken. Und dann ist da einfach ein Skatepark. Ich konnte da 3 Wochen lang, wie ich Bock hatte, jeden Tag skaten gehen. Einfach genial. Und das sind Sachen, die passieren, wenn du wirklich im Moment lebst. Eine andere Sache war neulich vor ein paar Wochen, ich dachte mir nur so, jetzt habe ich kein Bargeld oder so einstecken. Und ich wollte noch einkaufen und wollte nicht mehr zur Bank. Und dann gehe ich an den Kleiderschrank, hole mir meine Jeans raus, Hose, ziehe sie an und langsam in die Taschen. Es sind 25 Euro drin. Waren mit in der Wäsche halt, aber ja, da ist es einfach. Die Dinge, die du denkst, passieren augenblicklicher, umso mehr du in den Moment kommst, umso mehr du tust, was du liebst, manifestieren sich die Dinge wie von Zauberhand. Für viele mag es Zufall sein, für mich gibt es keinen Zufall. Es gibt auch kein Glück. Es ist. Jeder bekommt, was er verdient. Von nichts kommt nichts. Und diese Synchronität passiert immer mehr, umso mehr du eben im Moment lebst. Das waren nur so ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe. Anderes Beispiel mag zum Beispiel sein, jeder kennt es doch oft, wenn er es eilig hat, hockt sich schnell ins Auto, will schnell irgendwo hin, jede Ampel ist rot, vor dir ist ein LKW. Das Leben zwingt dich dazu, in den Moment zu kommen. Wenn du bereit dazu bist, es auch anzunehmen, dann werden die Dinge so viel leichter. Aber wie gesagt, wenn du in Eile bist, dann sind die Ampeln rot. Wenn du Zeit hast, fährst eine halbe Stunde früher auf die Arbeit, dann ist plötzlich die ganze Straße frei, Verkehr läuft, kein Stau, nichts. Die Dinge passieren nicht durch Zufall. Kommt im Moment, lebt, was ihr liebt. Peace.